Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Hallo Bodo. Hallo. Ja, Mann, wir gehen heute ein Stück weiter hier bei unserem Mists of Pandaria Projekt. Ja, der Mogushan-Palast als nächstes. Das, oh, da gibt es erstmal Quests. So quasi für uns jetzt der dritte Pandaria Dungeon. Und ich habe keine Angel ausgerüstet. Ja, ich habe ausnahmsweise mal an was gedacht. Wir sind hier wieder mit unserem Kollegen Narbenkralle unterwegs. Unserem Dudu. Gibt's ja sogar nette Gegenstände hier. Und wenn du das sagst, dann freut mich das. Also ich kann die gebrauchen. Ah, das ist doch schon mal gut. Ja, bin mal gespannt, was der Dungeon denn so kann. 21.000 Erfahrungspunkte pro Gegner ist schon mal. Ich stehe hier im Ei drin, ich kann es mir leisten. Muss ich sagen. Ich habe auch keine Ahnung, wo die gerade langlaufen, aber die werden sich schon auskennen. Da hinten ist auch Ja, schon der erste richtig. Boss, so wie es aussieht. Ich weiß nur, dass diese lustigen Viecher hier, dass das aussieht wie Löwen, das ist der erste Boss im ersten Pandaria Raid. Da gibt es ja gleich dann drei, beziehungsweise im 25 sogar vier von denen. Wie er hier schon wieder dick spoilert, gibt's ja Ja, nicht. Mann! Will doch nur wieder mit meinem Wissen prahlen. Nein, ich wollte dich ja nur vorbereiten, dass du weißt, oh, die eisernen Löwen werden. Dankeschön. Ja, weißt du, manchmal muss man ja sich ja darauf einstellen, schon mental. Oh. Juwelierskunst. Oh, oh, oh. Da hat der Bolo Bedarf. Ja, dann GZ. Das Schlangenherz. Das klingt doch schon mal nicht schlecht. Ich glaube, damit kann ich ein bisschen was an Stufe schaffen noch. Ah, mein Wasserelementar ist ja gar nicht am Start. Das erklärt natürlich den aktuellen Schaden mal wieder. Du bist doch ein Ärgerlich. bisschen eingerostet, oder? Ja, wer war 3 Wochen im Urlaub? Ja, du offensichtlich auch. Ja, musste ich ja. Ich Ich musste mich kitzel ja schon was geistig raus, auch was total geht. abmelden. Das ist Wille, das brauche ich nicht. So, komm, erstmal mein Wasserelementar, bitte. Oh, da ist der erste Boss jetzt. Die Prüfung des Königs. Ja, oha, 14 Millionen. What the fuck, was geht denn hier ab? Okay. Wer steht sich denn da bitte gegenüber? Ich gucke gerade mal, weil ich habe so wenig Sound. Mal ein bisschen mehr. Was geht jetzt hier ab? Kämpfen die gegenseitig oder kämpfen die hier mit uns? Ich Ich glaube. glaube, wir müssen jetzt erstmal gegen die kämpfen. Aber wir kämpfen nur gegen den Typen, ne? Also nicht jetzt eher irgendwie gegen die Ads oder so. Scheinbar erstmal nur er. Aber jetzt kommt gleich wirbelnder Derwitch. Oder Das finde ich Derwisch. so cool. Bei Wirbel laufe ich immer weg, da habe ich Angst, muss ich sagen. Hat er den Wirbel jetzt nicht gerade auf einen nur angewendet? Ah, ne, jetzt kommt der Wirbel. Ah ja, das ist ein ganz verrückter Wirbel. So. Hirnfrost! Oh. Jawohl. Wow. Okay, jetzt rastet er aus. Ach ja, jo! Hilfe! Was zur Hölle? Alter, pure Eskalation. Aber sie haben, glaube ich, gerade nur für Verwirrung gesorgt. Das Gefühl, ich kann gerade nicht casten. Ach, jetzt kommt erst. Ah, ich vermute, dass wir am Ende gegen alle drei gleichzeitig kämpfen dann. Ich glaube, darauf wird es hinauslaufen. Gut möglich, ja. Wenn dann jeder nur noch so 400k Leben hat. Aber ich dachte, der letzte wäre der Typ, der am Anfang gesprochen hat. Nee, ich glaube fast nicht. Weil das ein Typ wird ja wohl keine Prüfung sein. Das hier sieht schon eher nach einer Prüfung aus, indem du. Ist dir, denke ich, mal aufgefallen, wer hier noch mit uns unterwegs ist? Wolverine? Nee, der Parler. Der Heilparler, okay.
habe die Feuerbrunst. Ich laufe wild umher, brennend und kann nichts machen. Ah! Ich weiß nur, dass der Mönch pervers viel Schaden macht. Yo! Jetzt habe ich auch diese Feuerbrunst. Also gegen diese Einzelbosse bin ich jetzt gerade mächtig nach hinten gerutscht, was den Schaden angeht. Ah, wie meistens, gell? Oh, jetzt hat er aber hier ein Add. Ist die Frage erst aufs Add? Wahrscheinlich, oder? Na, ich glaube, der Schaden geht eigentlich auf. Geht er an den Boss? Auf beide. Ja, also. Die gehen alle auf den Boss scheinbar. Oh, ich hab Verheeren. Was bedeutet? Ich krieg mächtig auf die Fresse. Geil. Noch eine Sekunde lang. Ja, okay, es ist weg. Ja, gut, aber ich sag mal so, bisher geht's, ne? Ja, bisher musst du dich, glaube ich, noch nicht groß mehr was überlegen. Außer stumpf drauf. Ja. Oder muss man die irgendwie beide gleichzeitig runterkriegen? Weiß es nicht. Nee, ich glaube ja nicht, weil die ja sowieso jetzt. Jetzt bin ich mal gespannt, worauf das jetzt hinausläuft. Kommt jetzt der Chef nochmal, oder? Ach, hä, wir kriegen schon Drop? Ach, wir töten die gar nicht, oder was? Tatsache. Hä, oder wo laufen die jetzt hier gerade lang? Laufen hier unten schon irgendwo runter. Ich glaube, hier geht's weiter. Ah. Ach so. Ja, dann war das ja eine easy Geschichte. Okay, so, schauen wir uns mal den Rest an. Also, hier ist auch irgendwas mit der Quest. Die Rufe des Speers sind eine Warnung. Ja, boah, dann drehen wir wieder um, oder? Ja, klar. Wenn die uns warnen. Ach, wir gehen einfach weiter. Ja, die sind nämlich offensichtlich hier zum Billo. Ach so. 6 Erfahrungspunkte geben die auch. Na, da weißt du Bescheid. Das erklärt, glaube ich, warum er weitergelaufen ist. Ein bisschen. Aber die haben ganz schön viel Leben, gell? Also wenn jeder Kleine hier gerade 2 Millionen Leben hat, dann ist das schon eine ganz schöne Ansage. Ja, das stimmt allerdings. Es geht gerade irgendwie, machen wir was falsch, oder? Nö, ich glaube nicht. Geht so langsam. Ja, dafür sind halt auch echt wenig Gegner da. Ich hab beim ersten Boss nicht mal irgendwas gezündet. Nee, ich auch nicht. Ich dachte, wir müssen ja noch gegen einen kämpfen. Ja, genau. Darauf war ich irgendwie auch vorbereitet. Ja, guck mal, gucken, was der Boss jetzt kann. Ach, erstmal wieder so welche. Gewölbe des gefallenen Königs oder des Vergangenen? Das ist des Vergangenen, okay.
Oh. Ich glaube, hier müssen wir irgendwas einsammeln. Hier diese Dinger an der Seite. Diese Relikte. Ja. Genau. Was sind denn das hier? Die haben ja nur 100k Leben hier. Wie, es gibt keine Beute. Willst du mich verarschen? 6 Erfahrungspunkte. Beutel? Beute. Ach, Beute. Ja. Die wollen dich verarschen, ganz offensichtlich. Sind da wieder mehrere als Boss? Gekkan? Ja, scheinbar. Also wir haben hier mehr Prüfungen als... als einzelne Bosse. Aber ja, es geht eigentlich so von der Erfahrung her fast 40.000. Ja. Ja, ich habe auch noch Double XP natürlich, also. Ja, ja, klar. So, und das ist jetzt tatsächlich wieder der Boss. Wenn du diesmal gegen 4 gleichzeitig kämpfst. Jo, was geht hier eigentlich ab, Mann? Frage ich mich auch. Zünde einfach mal ein bisschen was. Nee, ich immer noch nicht. Das muss man erst die Ads töten, ja, oder? Ich gehe davon aus, ja. So, ich gehe jetzt gerade auf Eisenhaut. Und am Ende dann auf Gekkan oder wie er hieß. Der Tank ist rübergewandert? Oder was ist das? Ne, jetzt ist der Panda, der rübergelaufen ist. Jetzt kommt gleich leichtsinnige Inspiration. So, jetzt nur noch den einen. So, Hexot auch tot und jetzt auf Gekkan. Jetzt wird der auch mal größer. Ja, kommen wir überhaupt nicht in Bedrängnis, ne? Nee, irgendwie nicht. Easy going. Das ist ja auch noch keine Raid-Bosse hier, also. Woo, 160.000 Erfahrungspunkte und damit ein Level up. 40 Gold und Kette, na toll. Was war das? So. Ja, wo sind denn jetzt hier noch die Aber anderen da Trollen? Fehlen doch noch Sachen, gell? Wir haben oben, glaube ich, was übersehen. Ja, ich glaube auch. Befürchte, wir haben da was übersehen. Wow, 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 wow. Sind da wir? Ja, aber die sind nicht stark. Sind das nur die mit 100.000 Leben? Ja, okay. Ja. Ja. Die müssen wir jetzt mal schnell machen. Die werden schon ohne uns da hinten klarkommen, kurz. Ah, guck an. Unser Tank hat das gerafft, dass wir das noch brauchen. So, jetzt haben wir alles, oder? Ne, eins fehlt noch, das war vorne. Ja, genau. Ja, dann habe ich alle. Sehr gut. Ja, da vorne ist es. Die EP wollen wir ja nicht lassen. Absolut nicht. 20% habe ich. Von dem Level? Ja. Ah, läuft. Hö, was ist das? Ein Aufzug? Ja, der kommt wahrscheinlich gleich jetzt wieder runter.
Ja. Oh, ja, dann sollte man vielleicht mal nicht drunter stehen, wa? Oder ist das hier so richtig schön Oder. durch den Körper durch? Ja. Herrlich. Luxus pur, man wird nicht zerquetscht. Keine Physik in World of Warcraft. Ein Trauerspiel. So, was kommt hier jetzt noch? Xin, der Waffenmeister. Das scheint dann auch schon. Oh! No. Nein! Ich war zu langsam! Dazu sage ich jetzt nichts. Nee, lass gut sein. Verdammt, Entschuldigung. Habe ich nicht schnell genug geguckt. Boah, wir eskalieren. Also jetzt hat dann der letzte Boss, nehme ich mal an. Was heißt der Schrein von Nalashi? Was eskaliert denn? Ja, hier haben sich alle gedreht wie wild und Solche Wilden! das kann ich nicht erleiden. Die sind ja sogar minimal besser. Haben ja glatt Bedarf drauf. Sehr nett. Karges Hochwache. Jo, mit was sie aber auch werfen. Ich komme jetzt wieder auf meine 20k DPS, dann passt das ja. Gott sei Dank. Ja, ohne Angel ist doch alles viel besser. Was wir hier eigentlich auch immer wieder auslassen, wir. Ich glaube, wir überspringen schon eine Menge Gegner. Ja, meinst du der Trash? Na gut, 40k pro Gegner. Ja. Muss man schon mal abwägen. Ja, aber in dem Sinne passt's ja. Können wir mehr zeigen. Ach, guck an, diese vier. Ah ja, das ist, glaube ich, sogar genau das Gebiet, wo du dann hier. Ah, ich darf ja nicht spoilern. Du darfst nicht spoilern, nee, du hast offizielles Spoilerverbot. Ja. Gut, müssen wir abwarten. Müssen wir alle warten zusammen, bis wir 90 sind. Ich dachte, ich erkläre dir jetzt schon mal die Bosse, damit du beim Raid dann dich vorauskennst. Nee, ist doch langweilig, denn. Verkacke ich ja gar nicht und dann wipen wir nicht und dann. Ah, das ist ja echt kacke. Ja. Bleibt da der Spaß. Ja, entschuldige, entschuldige. Nix für mich. So, hier müssen wir sogar mit dem Sinan reden. Ach, der schläft. Oh, jetzt ist er da. Jetzt ist er pissig. Jetzt ist er pissig. Das sieht der ja mal überhaupt nicht ein, was wir hier machen. Wo ich das Gefühl, Kreis der Flamme ist irgendein Fuck abgefuckter da. Yo, da kommen fliegende. Au! Das ist dem sein Problem. Die Frage, zünde ich jetzt? Nee, erstmal nach Erde erschüttern, zünde ich. Ha, jo. Ich glaube, da gehe ich mal lieber raus. Was zur Hölle passiert hier eigentlich? 81.000 hat er gerade abgezogen, das fand ich gerade ein bisschen übel. Autsch, 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 autsch. Aber langsam Ist muss ich jetzt so mal. viel, dass ich nicht mal einschätzen kann, ob ich den Heiler gerade ärgere, weil ich mich nicht bewege. Ja. Irgendwo drin stehe. Muss jetzt erstmal zünden hier.
Immerhin zauber ich den Frostblitz in 1,06 Sekunden. Das ist der Hammer. Das ist nett. Ja, da mache ich schon ganz nett Schaden. In der Zeit. Ja, diese Schwerter hören auch nicht mal auf, ne? Dieser Schwerterregen. Ja, ist ja auch der Waffenmeister. Er lässt es ja alles wild durch den Raum fliegen. Ja. Jetzt lässt er mich wild durch den Raum fliegen und ich sterbe. Oh, Bodo! Lebe noch. Bodo lebt. Boah. Bodo lebt. Boah, bam. Boah, irre hochgeheilt gerade eben. Oh, raus, 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 raus. Jawoll! Bam, und es droppt halt auch einfach mal noch was richtig Leckeres, Mann. Gegenstand Stufe 450 und bitte. Hat zwar leider Willenskraft, aber ist halt einfach mal 100.000 Mal besser als das, was ich bisher habe. Von dem her ist mir das wurscht. Jetzt muss ich überlegen. Achso. 24k DPS beim Boss gemacht. Du 19k. Läuft doch. Das passt. Das läuft doch wunderbar. Jetzt habe ich Handgelenke mit 666 Ausdauer. Und ich kann sie erst ab dem nächsten Level tragen. Nein. Oh Mann, da gibt's ja schon wieder was Geiles. Oh mein Gott, ich kann mich jetzt, glaube ich, erstmal übelst fett ausrüsten. Hammer. Und schon wieder 11% des Levels. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, das war doch sehr erfolgreich. Daumen hoch dafür.